Hallo meine Lieben zum Tag 11. Hier ist wieder Valena und wir spielen eine Runde Stranded Deep. Ich habe mich entschieden, auch einfach wieder direkt im Anschluss weiterzumachen. Wie immer gehen wir zunächst mal schlafen. Ich bin irgendwie gerade im Flow. Ich will jetzt gerade auch diese Story und das Spiel einfach weiterspielen. Und deswegen muss ich die Folgen jetzt einfach auch nacheinander aufnehmen. Es geht halt nicht anders. So. Auf jeden Fall Hunger, es ist früh morgens. Wir packen mal unser Bett ein, weil wir es auf jeden Fall brauchen. Genau. Ja, genau. Vom letzten Mal noch, ne? Wir wollen ja sehr gerne eine Runde Inseln räubern gehen. Das ist unsere Werkzeugkiste. Da hau ich das Bett noch mit rein. Dann hätte ich gerne, genau, Lampen. Leer, leer, leer und leer. Und Fischspeere. Rausnehmen, rausnehmen. Die nehmen wir nämlich auch noch mal mit. Ich habe keinen Bock, hier nicht alles mitkriegen zu können auf der nächsten Insel. Nehme ich lieber ein bisschen mehr mit. So. Gut. Dann gucken wir mal. Wir haben noch einen Platz frei. Das ist dann, würde ich sagen, der hier. Zack. Als nächstes möchte ich dann noch schnell ein Regal bauen. Dafür brauche ich einen Hammer. Der war, glaube ich, hier drin. Nee, hier? Ja. Gut. Ein bis zwei Regale. Wir gucken mal. Danach machen wir uns den Wanst voll. Drei. Zwei. Nein, wir kriegen nur eins hin. Scheiße. Habe ich das jetzt gerade laut gesagt? Ja, habe ich. Es ist auch einfach scheiße. Wir trinken und essen uns satt. Knallen unsere Sachen hier rauf und dann nehmen wir die zwei Planken mit, für den Fall, dass wir dann auf der neuen Insel nochmal ein Regal bauen können. Und dann machen wir uns mal einfach auf den Weg. So. Wir brauchen ein Regal. Das bauen wir auch an die gleiche Stelle. Einfach. Zack. Ich meine, so viel Platz haben wir auch nicht. Wir können hier noch ein Regal und hier noch ein Regal und dann müssen wir auch schon am Floß anbauen. Aha, aha, aha. Leer, leer, leer. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Sehr schön. Du bist auch leer. Du bist auch fast leer. Und leer. Ich möchte Speere eigentlich schon mitnehmen. Wo habe ich denn meine Speere hingelegt? Hier? Ja. Die behalte ich mal schon gleich in der Hand. Weil wir nicht wissen, was uns auf unserer anderen Insel da erwartet. Der Hammer ist ja der Hammer. Das Bett. Was zu essen, was zu trinken. Was uns rettet. Sehr schön. Du warst auch leer. Jo, Fischspeere haben wir auch mitgenommen. Zu Recht. Wir werden dort auch noch Sachen finden. Nehmen wir trotzdem noch eine mit. Eine entspannt leer machen. Zack. Noch eine Kiste. Ich möchte da keine bösen Überraschungen erleben. Ich will da alles mitkriegen. Kein Bock jetzt da doppelt und fünffach zu den Sachen zu fahren. So. Alles klar. Zack. Und dann gucken wir mal auf unseren Kompass. Das ist also Südwest. Das heißt, wir müssen nach Nordost zurückfahren. Beziehungsweise wir fahren jetzt einfach geradezu und also rückwärts hin und dann vorwärts wieder zurück. Das ist jetzt der Plan. Unser Feuer ist aus. Ich glaube, das Spiel möchte uns sagen, wir sollen uns auf den Weg machen. Uhr. Wir haben richtig, richtig Hunger. Wir sind jetzt nicht so richtig satt. Naja. Und wir haben auch nichts mehr zu trinken. Ja, läuft, ne? So, dann hauen wir uns jetzt leider noch eine Kokosnuss unter die Fibo. Bevor wir uns auf den Weg machen. Okay, die waren hier irgendwo drin. Eins, zwei. Wir haben keine Messer mehr. Oh, wie ich das schon wieder... Ich sag euch, ne? Vorbereitung ist das halbe Leben. Habe ich wieder vergeigt. Eins, zack. So, wo ist... Wo sind die hingerollt? Also, ich will jetzt auf jeden Fall erstmal darüber.
Schön. Ach, kommt. Wir fahren jetzt los. Mir reicht's. Es scheint halt nichts. So, wir wollen neue Sachen entdecken. So, hepp. Und hepp. Und den Rückwärtsgang reinknallen. Tülü. Und tschüss. Bis zur nächsten Insel. Wir haben eine Überfahrt bei gutem Wetter. Ich muss jetzt spiegelverkehrt denken. Das ist auch wieder. Ach, die wäre sogar noch näher gewesen, glaube ich. Egal. Wir fahren jetzt erstmal nach Südwest und dann zurück nach Nordost. Oh, es kommt ein Hai. Das ist sehr, sehr unschön. Beziehungsweise auf dem Boot eigentlich ganz schön. Vielleicht können wir den ja mal sehen. Aber wahrscheinlich zeigt er sich auch nicht. Ja, entspann dich. Ja, ist halt, das Wasser ist gleich tief, ne? Direkt Haigebiet. Wenn man ihn leider nicht sieht. Ich hätte den ja jetzt aus sicherer Entfernung gerne mal beobachtet. So, wir genießen die Fahrt auf die Insel, weil den Hai sehen wir eh nicht. Der Schluck Kaffee zwischendrin muss sein. Also, hier gibt es ein bisschen was zu gucken, was Wracks angeht. Die ist auch scharf. Da ist eine Menge drumherum los. Da auch groß. Genau, ich muss mir nur tatsächlich einfach merken, Nordost ist der Rückweg. Respektive einfach nur geradeaus fahren. Machen das mal so ein bisschen anders und legen mal gleich vernünftig an. So, mit einem Bogen fahren. So, damit wir vielleicht wirklich einfach nur geradeaus müssen. So, einen Blick werfen wir. Ja, komm, das sieht gut aus. Das kriegen wir hin. Das krieg sogar ich hin. Fahren noch mal im Bogen ein bisschen größer. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. Ist das die Insel, von der wir kommen? Nein, da stehen zu viele Palmen. Wir haben auf der Insel, wir waren nur eine stehen lassen. Ja. Gut, dann werden wir hier gleich erstmal abtüdeln. Und dann fahren wir einfach geradeaus und sind wieder da. Gut. Und das machen wir dann einmal sternförmig rund um unsere Insel. Und haben dann hoffentlich erstmal Ressourcen im Überfluss. Hier ist auf jeden Fall ein Wrack und ein Container. In den Container könnten wir eigentlich mal reinschauen. Das habe ich ja beim letzten Mal irgendwie nicht gemacht. Da war das alles noch ein bisschen zu durcheinander. Das war ja auch wieder richtig sauschlau. Oh, jetzt haben wir uns hier festgefahren. Ja, stopp, ist doch gut jetzt. Herrgott. Ey, meine gute Taktik ist jetzt noch nicht doch. Och nicht doch, och nicht doch. Ich weiß doch sonst nicht, wo ich langfahren muss. Ich krieg diesen Wendekreis nicht mehr hin. Nordost, Nordost, Leute, Nordost. Wir müssen uns Nordostler merken. So, jetzt drehen wir hier noch ein und es ist doch halbwegs gut geworden. Ja, okay. Jetzt schauen wir mal. Ja, ist ja fast geradeaus, ne? Also so der kleine, das kriegen wir hin, die erkennen wir. Halt, Segel einfahren. Schön, dass es jetzt natürlich auch wieder ein Unwetter gibt. Hätte, oh Gott, wir waren hier schon. Nein, das ist unsere erste Insel. Och, Leute, nicht doch. Nein, hier waren wir noch nicht. Oder das ist unsere allererste Insel, glaube ich. Das ist die allererste Insel. Und dann ist das. Hä? Ich meine, okay, dann haben wir Infrastruktur hier und Holz mitnehmen können. Ja, das ist unsere allererste Insel. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass meine Orientierung nicht die beste ist, glaube ich. Das hätte ich hiermit bewahrheitet. Das heißt, Kisten werden wir hier nicht finden, aber wir nehmen die Ressourcen auf jeden Fall mit. Das war ein Satz mit X. Nix. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was ich damit meine. Also das war grandios Kacke. Also herzlichen Glückwunsch. Ihr habt mich dabei beobachtet, wie ich keinerlei Orientierung habe. Aber wir werden jetzt trotzdem die Insel abroden. Ich werde einen Teil des Holzes hacken. Also wahrscheinlich eine Kiste voll komplett gehackt und den Rest können wir dann als Stämme mitnehmen. Ja. Es war ja ein guter Ausflug. Wir haben viele neue Ufer entdeckt.
Die holen wir uns auch noch. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir so lange hier sind, dass wir zwei Zyklen schaffen. Also, erstmal egal. Also, das ist ja wieder... Also, Irrungen und Wirrungen, Leute. Irrungen und Wirrungen. Ja, Orientierung wie ein Stachelschwein, ne? Egal. Wir farmen uns trotzdem Ressourcen zusammen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber, oh ey. Das ist auch wieder so typisch Frau, ey. Okay, ich hau jetzt hier mal alles in Stöcker, was schon von uns mal irgendwann gerodet wurde. Und dann nehmen wir den Rest als Stämme mit. Okay. Gott, wie absolut dumm, ne? Also wirklich. Ey. Naja. Aber dann roden wir jetzt quasi die zweite Insel. Habe ich nicht irgendwann am Anfang erzählt, dass wir die, dass wir hier nur roden, was wir müssen, weil den Rest lassen wir stehen? Ja, den holen wir uns dann später. Oh Mann, ey. Gut. Ach ja, wir waren ja voll. Okay. Aber dann können wir tatsächlich in den Container mal reingucken, weil das habe ich ja bei der ersten Insel, wie gesagt, nicht gemacht. Das können wir dann jetzt nachholen. Oh, weia, ey. Das ist ja wirklich absolut genial. Das ist an Genialität schon nicht mehr zu überbieten. Der Käse. Okay. Oh, weia, ey. Das darf man ja niemandem erzählen. Ihr seid auch noch live dabei. Oh. Egal. Das ist auf jeden Fall schöner am Rechner. Dieses Aufsammeln ist deutlich schneller. Bei der PlayStation vertüdelt man sich da irgendwie immer. Das ist tatsächlich hier ganz nice. Zack, zack. Ja, das geht schneller. Aber da müssen wir es halt auf der Insel hacken. Ist auch egal, wo man es letztendlich hacken muss. Wobei man da ja tatsächlich auch Bretter draus machen kann mit so einer Brettermaschine. Also vielleicht auch nicht wirklich blöd. Komm, wir wollen hier schön Sorten reinsortieren. Hallo? Was denkt die Krabbe, wer sie ist? Ah. Also ganz ehrlich, Mr. Krabs. Ja, jetzt haben wir ja Holz. Naja, ne, Sorten rein. So viel zum Thema Sorten rein. Ich werfe einfach alles über den Haufen. Kommt. Den Rest holen wir jetzt hier in Rohform. Palmwedel nehmen wir mit, faserige Blätter nehmen wir mit. Und dann gehen wir wieder ausladen. Das ist der Deal. Dann ist die Insel komplett tot und wir sind schuld. Ich glaube, auch hier lasse ich einfach eine Palme stehen. Ich mache es einfach jetzt, glaube ich, auf jeder Insel, dass ich überall eine Palme stehen lasse. Die kleine darf hier stehen bleiben. Glaube ich auch nur Pseudo für mein Gewissen, aber ja, ich glaube, das wird unsere Marke, dass wir überall dann eine Palme stehen lassen. Ach ja. Ja, dieses Abfarmen ist, glaube ich, generell nicht so spannend zu beobachten, aber ist, was es ist. Wir brauchen unbedingt Ressourcen. Hui, eine Flugpalme. Ah.
Okay, wir sind wieder voll. Faserige Blätter kann ich noch sammeln, weil da habe ich ja den Platz nur belegt. Da kann ich ja bis zu 24 aufnehmen. Drehen wir mal kurz die besagte faserige Blätterrunde. Um uns die Setzlinge zu holen. Genau. Auf jeden Fall schaue ich noch an den Container. Na, vielleicht ist es auch ganz gut, um mal des Abfarmens warm zu werden, bevor ich hier neue Gefilde entdecke. Aber das kann es ja auch wieder. Also. Fühlt sich ja schon fast so ein bisschen, als würde man nach Hause kommen, ne? Ist hier was drin? Oh, wir hatten da sogar noch was drin gelassen. Da war unser Vergangenheits-Ich aber irgendwie schlau, ne? Das muss ich ja mal sagen. So. Zack. Zack. Zwei. Jetzt fängt das hier wieder an. Oh, drei, vier, fünf und sechs. Yes, wir haben sie alle. Schön. So, zweite Joker. Wo warst du? Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Wie, nicht genug? Wir haben schon 24? Wow. Nicht schlecht. Dann lohnt sich wenigstens. So, gucken wir mal, wo wir das verstauen können. Dann kann man nämlich auch mal gleich gucken, wie es kapazitätenmäßig mit den Kisten aussieht, ne? Sehr gut. Schauen wir mal. Müsste ja hier noch leere Kisten haben. Dann machen wir hier die Palmen und die Dinger rein. Ja. Die müssten leer sein. Nein, dann ist das die leere Seite. So. Sehr schön. Ja, genau. Dann wird es unsere grüne Kiste. Und genau. Perfekt. Dann kommt hier noch Holz dazu. Voll. Okay, Kapazitäten. So viel zum Thema Kapazitäten. Ja, genau. Der Plan war ja eigentlich noch Kisten zu finden, ne? Die wir nicht finden. Na, dann haben wir ja ein Glück nur eine kleine Insel. Pff, krass. So, das kann auf jeden Fall nochmal mit. Ja, also wenn wir mit der Insel hier durch sind, dann sind wir auch einfach voll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die Kapazitäten so schnell voll sind. Aber gut, nochmal, wir wollten eigentlich ja eine neue Insel treffen und dann auch neue Kisten finden. Die ja dann wiederum wieder Plätze besorgt hätten. Vielleicht lassen wir tatsächlich auch noch mehr Palmen stehen. Ich werde mal nur so viel abholzen, wie ich jetzt auch meine, mitnehmen zu können. Ja, alles andere würde ich blöd finden. Ja, das machen wir so. Das machen wir so. Wo stehen wir denn? Ich habe schon wieder... Ich weiß schon wieder nicht, wo wir stehen. Wollt ihr auf jeden Fall noch haben. Da ist noch eine. Wow. Doch einiges übersehen. Jetzt erstmal die grüne Kiste einladen. Hep. Hep, hep. Eins, zwei, eins. Da war jetzt die Holzkiste. Haben wir die leer? Die ist fast voll. Dreimal noch auf jeden Fall. Hier passt nochmal Holz rein. Alter, krass. Ja, ne? Dann würde ich sagen, der Rest des Tages ist dann im Zeichen des Füllens unserer Kisten. Und dann machen wir hier einen Powernap an alten Ufern.
Und dann zischen wir auch schon wieder nach Hause. Ich sehe ein faseriges Blatt. Da. Und da. Habe ich wohl die dritte Yoga gefunden. Oder tatsächlich Sachen übersehen. Mal gucken. Zack. Zack. Gucken wir mal. Nee, ich habe die noch gefunden. Ist ja auch gut, ne? Habe ich ja schon mehrfach gesagt, wie wichtig faserige Blätter sind für unser Überleben und unser, vor allem unser Fortkommen. Sehr gut. Hat sich dann doch noch mal gelohnt, hier lang zu stiefeln. So, eine Palme können wir noch. Die ist aber ganz schön groß. Das könnte schon in Richtung Verschwendung gehen. Wir brauchen noch eine dritte Palme. Ich hole mir mal die kleine erstmal. Die große ist schon so schön prächtig. Vielleicht kann dann die große stehen bleiben. Müsste ja dann eigentlich, weil ich ja gesagt habe, wir lassen immer eine stehen. Steht auf der gesamten Insel nur noch eine Palme. Das heißt, die große bleibt stehen. Ich habe mir das ja jetzt nicht zur Aufgabe gemacht, um es dann wieder zu brechen. Das heißt, komme, was da wolle, die bleibt stehen. Hier nicht groß Ankündigungen machen für eine Signature und dann merken wir es am Ende anders. Das ist nicht mein Stil. Das nehmen wir gleich wieder raus. So. Dann halt. Holz und Holz, Holz, Holz. Und hier nochmal Holz rein. Zack. Dann seid ihr doch jetzt schon voll, ne? Voll, voll, voll. Fast voll. Die Hacke. Holz. Das bleibt gleich mal wieder hier. Speer-Etikettierung. Das finden wir eigentlich alles normal. Das nehmen wir nicht mit. Also, was sagt unsere Uhr? Ja, wir sind immer noch satt, haben höchstens Durst. Ja, es war halt auch so ein kleiner Ausflug, ne? Nochmal hier hoch, nochmal hier. Ach, schön. Guck mal. Wow. Ich hier nochmal ein bisschen Stück höher. Ja, ne? Ach, wie schön. Oh, wie. Oh. Das fühlt sich gleich warm auf der Haut an, ne? Wenn man dieses. Also, ich finde so Sonnenuntergang im Sommer, wie Sonnenaufgang, das kribbelt immer so, das riecht auf eine ganz besondere Art und Weise. Das spüre ich sofort, wenn ich hier diese Farben im Spiel sehe. Also das ist wirklich immer wieder schön. Ich pack mal hier das Holz noch rein. Zack. Dann nehmen wir es einfach schon mal auf, weil. Jetzt haben wir Hände noch frei, ne? Das nehmen wir mit. Dann etikettieren wir doch ein bisschen rum. Ja, es ist jetzt zwar noch früh. Trinken wir was. Wir sind. Das war mein Ausflug. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt einfach schon einen Break. Das alles andere wäre Quatsch. Es wird jetzt dunkel, das heißt, wir können nicht nach Hause fahren, müssen aber ausladen. Auf der Insel gibt es nichts mehr zu holen. Das ist alles irgendwie jetzt wirklich abgegrast. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wir gehen einfach früh schlafen und beim nächsten Mal schippern wir rüber, laden aus und überlegen uns, wo wir als nächstes hinfahren, ne? Und dann, ach, wir wollten noch in den Container gucken, ne? Können wir das jetzt noch machen oder ist es zu dunkel? Es ist wahrscheinlich zu dunkel, ne? Nö. Also außer wenn wir jetzt in einen Seeigel treten, das wäre halt doof, aber komm, wir gehen gucken. Ja, okay. Hier ist einfach gar nichts drin. Na, hat sich hier mal so nicht gelohnt, ne? Na gut, wir haben auf jeden Fall das noch getan, was ich auch versprochen habe. Wir haben in den Container geguckt. Wir haben die eine Palme stehen lassen.
Und jetzt gehe ich zum Lager und dann werden wir eine frühe Nacht machen und zeitig zurückfahren. Und versuche uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn wir alles ausgeladen haben, nochmal mit dem Erkunden einer neuen Insel. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wir schauen diesmal auf den Mond, weil wir kein Feuer gemacht haben. In der nächsten Folge, wie gesagt, fahren wir zurück, schauen uns das an. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!